Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Shop-Review hier auf meinem Kanal. Wenn euch diese ganzen Shop-Reviews und generell die Videos auf dem Kanal gefallen, dann lasst gerne ein Abo und ein Like, da würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt rüber in den Shop und gucken, was dort so heute alles neu ist. Ich wünsche auch euch allen frohe Ostern und passend dazu sind natürlich auch alle Osterskins im Shop. Ich würde nur sagen, wir beginnen ans Linkste mit dem Finsterhasen. Ist ein ziemlich gruseliger Skin. Sieht da eigentlich ganz nice aus, wäre jetzt nicht unbedingt mein Favorite. Dann haben wir die Starkrotte, hat einen ganz coolen Sound eigentlich, sieht auch ganz cool aus, 800 V-Bucks gehen dafür. Haben wir die Pastella, ist auf jeden Fall ein extrem cooler Skin, 800 V-Bucks komplett preiswert, genauso wie die Spitzhacke Spross. Beide extrem cool, dafür dass sie grün sind, lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir den Hopper-Skin, der auch zwei Stile hat, einmal mit dem Schokoladenhut und einmal eben halt mit der Version. Sehen beide cool aus. 1200 V-Bucks gehen dafür auch vollkommen klar. Blauer Skin, verschiedene Stile mit Backpack. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir noch die bunte Brechstange. Lohnt sich jetzt nicht unbedingt, weil man die in einem anderen Stil schneidet. Allerdings 500 V-Bucks gehen dafür auch klar. Dann haben wir die plüschige Rabauken endlich mal wieder im Shop. Das Rückenaccessoire ist extrem cool, weil das so die Farben ändert. Und generell, der Skin sieht sehr, sehr nice aus, meiner Meinung nach. 1500 V-Bucks lohnen sich dafür. Den männlichen mag ich nicht ganz so. Sieht natürlich eigentlich auch ganz cool aus. Wobei ich eben halt den weiblichen einfach ein kleines Stückchen lieber mag. Haben wir den Castor, der einzigste Nicht-Oster-Skin. Ist trotzdem ein extrem cooler Skin mit dem Backpack. Und auch hier diesen Tränken. Und hier die leicht blauen Augen sehen auch cool aus. Das Problem ist nur, dass es den eigentlich nicht mehr geben kann, weil es der wandelnde Wunderhexe der Wailing Woods ist. Und Wailing Woods gibt es nun mal nicht mehr. Aber trotzdem nice Skin. Haben wir Häschenhüpf, extrem cooler Emote meiner Meinung nach. Sieht sehr witzig aus und vor allem kann man sich damit komplett die Karte fortbewegen. Hat auch einen ganz coolen Beat. Haben wir die Frühlingsparty-Lackierung, ist nicht so cool, würde ich mir eher nicht kaufen. Ich finde die Farben einfach nicht allzu nice. Ich finde noch auf das Heavy Sniper sieht die ganz nice aus, so auf dem Rest aber eher nicht. Dann haben wir Karottenknüppel, ist eine coole Spitzhacke, 800 V-Bucks, lohnt sich dafür auf jeden Fall. Und wir haben eine neue Musik, dafür werde ich auch mal Musik hier überhaupt anmachen. Ist hier mit Electro Swing. Hat aber einen übelst nicen Beat. Der wird sich auf jeden Fall gegönnt. Finde ich geil. Vor allem 200 V-Bucks. Gehen dafür immer klar. Aber bleibt jetzt auch nochmal im Hintergrund. Und dann haben wir noch Pastelldruck. Ist auch jetzt nicht die beste Lackierung. Sieht nicht allzu cool aus. Ich mag die Farben einfach nicht unbedingt. Aber Musik ist auf jeden Fall nice. Lohnt sich. Ja, und ich würde sagen, wir switchen dann rüber in den Rettet-Welt-Modus. Und jetzt habe ich hier auch Musikern. Da muss ich auch wieder ganz, ganz groß los. Einfach schnell mit Musik, weil ich keinen Bock habe, die auszuschalten. Ein großes Upgrade-Lama. Man bekommt sozusagen eins geschenkt. 11 kaufen. Aber man kauft im Prinzip 11 Lamas auf einmal, muss aber nur für 10 bezahlen. Wie ihr seht, kommt nichts wirklich Gutes raus. Weil zwei legendäre Items, 500 V-Bucks lohnt sich nicht. Hier hat man genauso zwei legendäre Items. Deshalb, weil von den 11 Lamas wirklich nur eins legendär geworden ist, lohnt sich das absolut nicht. Gegenstandsshop und Boardshop hat sich nichts geändert. Und ich hoffe, ihr schaltet da mal im nächsten Video ein. Und bis dahin, ciao.